Hallo, willkommen auf Boracaibo mit mir, dem Exilium, und es geht weiter mit The Universe. Ich muss mal gucken, dass ich mal eben kurz hier nochmal was umstelle. Ich ein bisschen rumexperimentiert und da sind wir schon wieder. Ja, es geht weiter, wie versprochen. Endlich sind die Kuriere da. Das macht das Leben ein bisschen einfacher, hoffe ich. Wir haben das Shift-System. Dadurch klappt das auch mit der Energieversorgung ein bisschen besser. Ja, Strom müssen wir uns momentan keine Gedanken so richtig drum machen. Ich würde gerne, da wir jetzt an der 300er-Marke gleich kratzen, noch mal ein paar Reservoirs bauen. Ich glaube, die würde ich mal hier so hinsetzen. Ne, passt nicht. Wir brauchen ein bisschen Sicherheit. Ansonsten mit den Minen war soweit alles okay, mit den Steinbrüchen war soweit auch alles okay. Ja, geht noch. Genau, wegen den Farben wollte ich gucken. Fischernetze sind abgeschlossen, das ist schon mal sehr schön. Dann kommt das Ausweiden noch. Das hilft auch viel. Da passt alles, ne? Ja. Oh, 90%. Das Ding wird ja richtig leer gelutscht hier. Momentan kommen wir noch raus. Momentan sieht alles schön aus, soweit. So, Sägewerk ist auch soweit okay. Ja, mit der Stromproduktion ist wunderbar. Also bis jetzt gefallen mir die Laufräder doch besser wie die Windkrafträder. Auch wenn die eben halt nur auf 50% laufen, aber hey, no, immerhin ist das zumindest mit dem Schichtsystem schön, dass es gleichbleibend ist. So, ansonsten, die sind beide geleert. Der ist geleert, der ist geleert. Wunderbar. Gut, haben sie das anscheinend schon mal hingekriegt. Was verletzen die sich denn jetzt hier alle? Kelubi und Tralala. Wie sieht es denn mit den Krankenhäusern aus? Ja, wir sind voll. Da ist auch noch alles okay. Ja, wunderbar. Da ja, brauche ich mir keine Sorgen erstmal machen. So. Wir könnten das Rathaus ausbauen. Ja, komm. Momentan haben wir ja nichts zu tun. Die Reservoirs sind ja gebaut worden. Doch hier gerade so einen magischen
Hilfe gehört. Ja, ich höre. Da ist ein. Ja, was hat sie denn? Schon mal Telekinese. Ich muss mir mal schon mal ein paar Punkte holen. Und wo geht's am besten als bei den Nachbarn? Zack, bin die Verarbeitung. Ist ja laut, ey. Mein Gott. Jetzt haben die wieder Angst vor mir. Finde ich aber nicht in Ordnung. So, wir kommen an die 300 Leute. Es euch reichen würde. So, Jagdhütte ist erforscht, da bin ich schon ganz froh. Machen wir das erstmal so. Gut. Lagerhäuser sind ein bisschen leer. Aber wir kommen mit der Nahrung nicht hin. Wir kommen mit der Nahrung nicht hin. Am besten.
Ja, dann wäre ich hier wohl. Bisschen zuschalten müssen. Passt hier oben noch eine Farm hin? Ich will mal eben nur kurz gucken, ob sie hinpassen würde. Beißt sich natürlich mit allem anderen. Mist. Ich muss mal gucken, ob ich hier unten noch. Ich glaube, ich muss hier noch einmal Kuriere irgendwie reinsetzen. Das sind alles Tudor-Häuser, ne? Ja. Hier werde ich, glaube ich, nachher noch ein drittes Sägewerk hinsetzen. Die geht gleich zu Ende, dann kann da was anderes hin. So, also erstmal die Sachen hier zu Ende bauen. Die ist gleich schon fertig, wunderbar. Das da hinten sieht auch schon schön aus. Wehe. Er war mir zu nah an dem Dorf, oder beziehungsweise Dorf ist es nicht mehr, es ist jetzt schon eine Großstadt. So, na, was haben wir denn hier? Das wird zu Ende gebaut, wunderbar. Die Eisenmine ist auch gleich fertig. Lager sieht auch gut aus. Ja, mit den Wachtürmen. Da sieht soweit okay aus. Hier muss definitiv noch einer hin. Achso, die Forschung. Gefängnis oder lieber Rehabilitation? Ach komm, wir glauben an das gute Menschen. So. Wir haben eine niedrige Sterberate, habe ich irgendwie so das Gefühl. Also bis jetzt geht's so. Hier wollte ich vielleicht unter Umständen mal ein kleines bisschen nachhelfen. Zack.
Wie sieht es denn hier oben aus? Okay, da wird mit dem Bauen angefangen. Da fehlen noch ein paar Teile. Da auch noch. Eisenmine ist fertig. Workaholics. Sehr schön. Ja, Fischerei ist auch okay. Ich bräuchte eigentlich ein paar Blumen, die mal, oder ein paar Früchte, die für den Herbst gut sind. So, die Eisenmine läuft. Das ist schon mal sehr schön. Oh oh. Das ist knapp. Boah, das ist ganz schön nah dran. Was für ein Schock vor dem Herrn. So. Jetzt ist die Sache. Universität, Datenbanken, tralala, dann geht's auf Ökologie, Gewässerkunde. Okay. Ja, mal gucken. Ich werde jetzt erstmal schauen. Rehabilitationszentrum. Boah, ist das riesig. Ist das ein Riesending, ey. Haha, hier im Baum. Ne, mal gucken. Puh. Naja, muss ich mal gucken. Ich guck mal, dass ich die Bildung jetzt erstmal schon mal weitermache. Was? So schnell geht das? Verdammt. Nein, es hat den Bären umgebracht. Der war aber echt knapp. Haben wir Glück gehabt. So. Wie sieht's denn hier aus? Ihr seid alle fertig hier, ne? 6000, 8000. Lager ist auch fertig. Da bauen sie ihre Häuser hin. Ich könnte eigentlich, weil hier nicht so viel los ist. Einbauen. Und dann gibt's aber auch noch ein lokales Geschäft. Dass ihr hier ein bisschen einkaufen könnt. Und Polizeistation. Polizeistation. Die möchte ich eigentlich zentral hinsetzen. So. Machen wir mal so. Das interessiert mich
alles nicht. Hier erstmal Ministerium. Ich habe noch nie einen eingesetzt. Aber wir könnten gucken. Also, geht zwar jetzt super schnell mit der Ökologie. Zack. 10 Sekunden Vorschusszeit. Was haben wir hier? Ein stinkender Geruch weht aus der Kiste. Ich weiß nicht. Aufmachen, nicht aufmachen. Der Friseur, okay. Wenn die Minen nachher durch sind, werde ich hier noch zwei Steinraffinerien hinmachen. Die hat ja nur noch 803 Steine. Und hier werde ich versuchen, noch eine dritte Holzraffinerie hinzumachen. Nee, das ist Management nicht. Industrie, Holzraffinerie. Ja, dann ist das schön alles nebeneinander. Ja, komm, machen wir jetzt schon. Gut. Dann passt das mit dem Industriegebiet für Holz und mit dem Industriegebiet für Stein wieder. Bin ganz zufrieden damit. Am zufriedensten bin ich, dass uns dieses nette Geschenk aus dem Weltall nicht erreicht hat. Aber mit der Kiste bin ich mir immer noch unsicher. Ich meine, sie duftet nicht nach Sternen, aber trotzdem. Ja. Das kommt erstmal hin. Eine Archivarin haben wir auch noch immer, obwohl die ziemlich ungebildet ist. Einmal kurz speichern. Und das könnten wir eigentlich mal verbessern, dass das mal ein bisschen schicker alles aussieht. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, Angucken, für den Support hier auf Boraitimo. Vielen lieben Dank. Gib mir mal ein Gefühl, meine Zeit, ich meine, ich spiele die Spiele sowieso, aber na, ein bisschen aufzunehmen oder so, gibt dem ein bisschen mehr Sinn, wenn Leute auch zugucken. Von daher, vielen herzlichen Dank nochmal von mir, dem Exilium, auch von natürlich Galaxy und Satos vom Boraitimo Team. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal.